Ja, kein Ding. Also bis gleich. Kennt ihr eigentlich die Promillegrenzen? Ich kannte die nicht. Die haben sogar mal darüber nachgedacht, das für Fußgänger zu machen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es auf dem Fahrrad eine Promillegrenze gibt. Wusstet ihr das? Ja, moin Freunde. Geiles Wetter. Guck mal. Boah, ist das gut. Von der Baustelle, den ganzen Tag ackern die hier rum. Guck mal hier. Da ist kaputt, da ist ein Loch, hinten ist alles zu, Mann. Überall Baustelle, aber wir machen das Beste draus. Ja, also, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Warte mal, das wackelt hier so. Ihr habt gut geschlafen, ich bin auch fit. In dieser Folge erzähle ich euch davon, also ich meine andersrum. Kennt ihr eigentlich die Promillegrenzen? Katastrophe sind die. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es auf dem Fahrrad eine Promillegrenze gibt. Wusstet ihr das? Diese Promillegrenze? Boah, warte mal hier, das sieht ja aus. Ganz, guck mal hier. So, und diese Promillegrenzen sind total abgefahren. Also, die haben sogar mal darüber nachgedacht, das für Fußgänger zu machen. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte. Was willst du denn da machen? Also, wenn du Fußgänger bist, dann kannst du dich nur noch in den Karton packen und wegschicken. Ja? Wo waren wir stehen geblieben? Bei Promillegrenzen, ne? So, warte mal, kommen zu viele Autos hier. Also, erstmal in der Probezeit hast du ja Promillegrenzen, die sind 0,0. Das ist, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Probezeit hast du bis 21. Ja, diese, also 2 Jahre eigentlich Probezeit. Aber bis 21 gilt diese 0,0-Grenze. Ne? Also nicht, dass du denkst, wenn du mit 17 einen Führerschein gemacht hast, dass du dir mit 19 schön einen reinschrauben kannst. Das funktioniert nicht, mein Freund. Da musst du warten bis 21. Dann, ab 21 sind die Promillegrenzen ja 0,3 und 0,5. Jetzt ist da halt der Unterschied 0,3, 0,5, dass du, also bedingte Fahrauffälligkeit. Bedingt fahrauffällig heißt, keine Ahnung, du hast vergessen zu blinken. So, dann halt nicht, du kommst an und sagen, so, Entschuldigung, du hast leider nicht geblinkt, du bist fahrauffällig und wenn du dann was getrunken hast, bist du dran. Generell, also meine Einstellung ist 0,00000 und dann nicht fahren, weil das ist echt Käse, wenn euch da was passiert. Nicht nur, wenn euch da was passiert, sondern auch versicherungstechnisch und so weiter. Ich lasse euch jetzt hier nicht Moralapostel raushängen, aber das ist echt nicht cool. Ja, also 0,3 und 0,5. Wer von euch weiß, wie viel Promille sich pro Stunde abbaut? Irgendwann später. Das wackelt mir alles zu viel. Ich setze mich mal eben auf den Stein hier. Also, ja, wie sich das abbaut. Promille braut sich 0,1 pro Stunde ab. Bei meiner kleinen Schwester ein bisschen weniger als bei meinem großen Bruder. Ich habe gar keinen großen Bruder. Egal. Auf jeden Fall, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr klein und dünn und schmächtig seid, dann dauert das ein bisschen länger, als wenn ihr 150 Kilo wiegt. Dann geht das ein bisschen später. Also 0,1 Promille pro Stunde baut sich ab. Man hat aber, also ich habe keine Ahnung, wie sich 0,1 oder 0,2, 3, 4, 5, wie sich das anfühlt. Weiß man ja nie. Von daher kann man auch schlecht raten. Das mit dem Restalkohol ist also so ein Problem. Wenn ihr euch abends auf irgendeinem Schützenfest oder was weiß ich wo zwei, drei getrunken habt und ihr wollt nächsten Morgen wieder aufstehen und zur Arbeit fahren und ihr seid noch in der Probezeit, das ist Käse. So, weil du weißt ja nicht, Restalkohol, kennt ihr das, wenn man so verkatert aufsteht und erstmal Bock hat auf einen Orangensaft, ja? Du hast keine Ahnung, wie viel Promille du noch drin hast. Und da du in der Probezeit bist mit 0,0, bist du sowieso raus, darfst nichts machen. Und Restalkohol, aufpassen, kann man nur raten, ja? Also wartet lieber, bis ihr euch wirklich ultra fit fühlt. Kann ich mich denn hier hinsetzen? So. Sonst ist das Ganze auch echt schlecht. Und dann gibt's halt noch die Promillegrenze für Fahrradfahrer. Wer kennt die denn? Ich kannte die nicht, bis ein Kumpel und ich, wir haben zusammen Fußball geguckt, ne? Und dann sagt er so, also 15:30 Uhr Anstoß und nach dem Spiel sagt er, komm Robby, ich fahre eben nach Hause mit dem Fahrrad, zieh mir was anderes an und dann gehen wir abends raus. Hab ich gesagt, okay, cool, alles gut. Und dann kommt er so nach 2 Stunden wieder. Ich sag, Alter, wo warst du so lange, was ist los? Er so, die Cops haben mich angehalten. Ich so, ja, und du warst auch mit dem Fahrrad, ne? Er so, ja, pass auf. Dann der ist wohl so ein bisschen lustiger Fahrrad gefahren. Dann sagt er zu denen, also haben die ihn angehalten und haben gesagt, sind sie mit dem Alkoholtest einverstanden? Ja, und dann hat er sich kaputt gelacht, weil er hatte ja, also war er mit dem Fahrrad, ne? Hat gedacht, so wie ich, kann ja nichts passieren. Sagt er, ja klar, sicher, komm, mach so einen Test. Die holen dieses Pustegerät da raus, pusten rein, ne? Und dann die Sheriffs so, und dann der eine Sheriff zu dem anderen so, oh. Und dann mein Kumpel so, Jungs, was ist los? Und dann sagt der eine Sheriff, 1,59. Respekt. Ja, dann sagt er, wie, was? Ja, dann sagt der andere Polizist, mein Freund, bei 1,6 ist der Führerschein weg. Und mein Kumpel so, meine? Ja? Wenn es euch gefällt, liken und abonnieren. Die Promillegrenze auf dem Fahrrad ist 1,6. Da gibt es tatsächlich eine. Das ist dann wie, als wärt ihr mit dem Auto gefahren.
Katastrophe. Also jetzt wisst ihr das, die Fahrradgrenze, also die Promillegrenze auf dem Fahrrad 1,6. Ich habe keine Ahnung, wie sich 1,6 anfühlt. Das muss man, das ist bei jedem, glaube ich, anders. Von daher kann man das nicht pauschalisieren. Komplexes Wort hier an so einem schönen Tag. Also passt darauf auf, wenn ihr merkt, ihr habt richtig einen im Schuh, auch nicht Fahrrad fahren. Lasst euch abholen, Taxi. Den 20 könnt ihr auf jeden Fall sicher reinziehen. Oh, jetzt geht's los, warte. Ich zieh euch mal weg. Ja, safety first hier, safety first. Also, in der Probezeit 0,0. Danach 0,3 und 0,5. Würde ich aber auch keinem raten. Und auf dem Fahrrad 1,6. Freunde, ja, jetzt machen sie den Song an hier. Also Freunde, aufpassen, ne? 1,6 ist, ich kann euch nicht sagen, wie viel das ist. Das, jetzt würde ich sagen, das muss ja jeder selber rausfinden, aber ist keine gute Idee. Ja, also passt auf euch auf, ne? Lieber mit dem Taxi oder lasst euch abholen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag bei dem geilen Wetter. Ich hoffe, es ist bei euch genauso geil wie bei uns hier, guck mal. Ich hab euch lieb. Da abonnieren. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Tschüss.